mit Kommen in Tanjas Call of the World, jetzt nur noch Howls und keine Ahnung. Immer muss ich auspacken, ich habe keinen Bock da drauf. Aber war bei mir alles für die Liebe. Wir waren heute bei Kaufland. Bei wunderschönen Kaufland in Moers. Haben wir jetzt 2 Stück von, weil alle Reals weg sind, nur noch Kaufländer da sind. Kann da nur Schnäpperchen machen. Also ich gucke nochmal nach, wie viel wir heute eingekauft haben. Und gerade weggeworfen. Schlappe 103,54 Euro. Ich finde es nur mal geil, ich hole Angebote und naja. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, lassen wir euch mal überraschen, ne, was da Tolles drin ist. Ich könnte sagen, Tanja blendet euch alle Preise ein, damit sie wenigstens auch was zu tun hat. Die zieht sich nämlich ganz schön zurück, die Sau. Ich bin doch in Arbeitsklamotten, ich muss jetzt nicht ein. Nee, mach du mal bitte. Ja. Fangen wir jetzt aber an, ich habe nur rumgeheult und rumgemeckert. Meine Lieblingsnudeln. Ich hoffe, die schmecken auch so, wie sie früher gewesen sind. La Pasta di Gratinaca da 17,89. Ah. Ja, ne, die habe ich mir mal gegönnt gehabt. Schön mit Spaghetti Bolognese. Ah, ne, Spaghetti heißt der da nicht. Dann heißt er nur noch mit Bolognese. Das Einzige, was ich kochen kann. Also, Samstag gibt es wieder Bolognese. Guckst du so aus dem Fenster raus da hinten? Hallo? Schön aus der Nummer rausziehen, ne? Hä? Sag mal dazu, nix, du bist noch in Arbeitsklamotten, bin ich auch noch. Ich bin in Uniform. Ich habe mich obenrum nur frisch gemacht für euch. Ja, ich bin in Uniform. Ja, hier, Captain Marvel. Nicht wie ich am Samstag auf dem Festival angesprochen wurde, Mr. Marvel. Die Feuerungs, die da waren. Ja, ich war immer Mr. Marvel. Mr. Marvel, komm mal her. Captain America ist das. Mr. Captain war ich auch gewesen. Ja, Tanja hat sich wieder lecker Käse geholt. Tilsiter, alter Schwede und Bemster. Bemster kenne ich noch nicht, aber alter Schwede ist der stinkendste Käse, den es gibt. Ich bin überlegen, ob Tanja nicht einen eigenen Kühlschrank bekommen soll. Weil in meinem Kühlschrank kommt die ja nicht rein. Kannst du mal sehen, was du für einen Käse hast. So, der Vatertag naht. Und ich habe mir gedacht gehabt, beschenke mich selber und dann ja wird grillen. Da haben wir erstmal dazu geholt gehabt, Käseknacker. Lecker Käseknacker. Mal gucken, wie die schmecken. Auch von Kaufland. Also Kauflandware, fleischtechnisch, haben wir noch nicht so viel gehabt. Ne? Du darfst auch ruhig sprechen. Du musst nicht nur immer da nicken und so, das hören die Leute nicht, wenn du nickst. Ja. Oh. Wie gesagt, Vatertag naht und ich habe mich beschenkt gehabt, indem Tanja kochen da, grillen darf. Du hast echt eine komische Einkaufstechnik. Ich habe nicht alles zusammen, Schatz. Wie soll das denn funktionieren? Da muss ich alles dreimal unboxen. Unboxen, das rein. Ja, ich habe Tanja einmal aus den Augen gelassen. Zack, hat sie sich Milka geholt. Eigentlich ging es nur darum, dass wir noch Erbsen holen für den Nudelsalat. Aber naja. Auf dem Weg zu Erbsen hin waren dann auch die Milka-Tafeln irgendwie im Weg gewesen. Dann hat sich ein kleines Glas geholt gehabt, aber war auch im Angebot gewesen, 2,99. Man kennt es, man schmeckt es. Ja, kleines Glas, 2,99. Ich habe mir die leckere Dr. Pepper Kirschgeschmack geholt gehabt. Die ist sehr lecker. 69 Cent war auch mal. Apropos. Jetzt sprechen wir. Ich muss mal was sagen. Letztes Mal hast du doch beim letzten Haul, was du angeholt hast. Ja, habe ich 2 Stück geholt gehabt. Wo? Ich weiß, kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich einen getrunken habe. Das ist ja aber schuldig, wenn du so lange wartest. Ja. Ich laufe die Sachen ab. Ja, genau. Das war mir klar. Ja, was soll ich sonst sagen? Fällt mir gerade mal so ein. Hä? Fällt mir gerade mal so ein. Ja, lange gedauert, bis dir wieder eingefallen ist. War auch im Angebot gewesen, Fantasie Almigold für 94 Cent, da kann man auch ruhig zuschlagen. Wenn man dann halt auch noch wiederverwertbar ist, kann man die Gläser für irgendwas Leckeres wiederverwenden, mag ich aber nicht. Davon habe ich mir 2 Stück geholt, also ne, der zweite werde ich gleich irgendwo wegpacken. Fleischwurst für den Nudelsalat von Lecker Kaufland, 3,99 nur, Schnäppchen. Das ist mal wieder so ein Tanja-Ding. Nimm 2 Soft. Sie möchte abends nichts mehr im Bett haben, aber
scheint das nicht zu funktionieren. Boah, wir haben so viele Taschen geholt. Ich musste so viel schleppen. Und dabei schleppe ich schon jede Tasse viel. So. Was ist denn hier? Oh, Mettwürstchen war im Angebot gewesen. 1 Euro. Das Stück. Schinken mit Enden aus Thailand. Nein, die sind nur aus Thailand. Probieren wir nachher mal. Schön lecker mit Brötchen oder so. Vielleicht kriege ich ja heute noch ein Abendbrot. Oh, die Wurst war aber im Angebot gewesen. Zumindest. Ja, schlappe 7,58 Euro. Aber Frischwurst kostet halt, weil Frischwurst schmeckt aber auch halt. Ne? Einzig mal blöd gewesen ist, kein Bäcker mehr hatte unser Brot heute. Das heißt, heute gibt es keine Wurst. Die Tasche ist schnell leer. War auch ein Knaller gewesen. Und Tanja habe ich gefragt, ob man die echt nehmen oder die. Ich sage, komm, nimm einfach die günstigen, fertig aus. Tanjas Aussage war da gewesen, die sind aber nur bis zum 15.06. haltbar. Wenn man bedenkt, wir haben heute, warte, ich guck mal kurz, den 24.05. Das ist natürlich eine Sache, die könnten bis dahin schlecht werden, kurzfristig. Ne, Schatz? Nee, ich meine, dass sie nicht mehr so fluffig sind, dass sie so zäh sind. Wenn die zäh sind, schmecken die Dinger nicht. Also. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied, was ich hole. Ich habe mir den Joghurt mit der Ecke geholt. 17 Cent. Einer, 17 Cent. Tanja hat sich den Grießbrei geholt gehabt von Müller und noch einen von Landliebe. Der kostet 69, glaube ich. Und der ist bei 95. Ich hole mir die günstigen für 17 Cent, nicht zu vergessen. Jetzt frage ich mich immer, wer an der Kasse die günstigen Sachen hat. Barilla, da so, Barilla, für den Nudelsalat. Nudeln sind unglaublich teuer geworden. Und erstaunlicherweise gab es keine günstigen Nudeln, die man für Nudelsalat wunderbar nehmen kann, außer die von Barilla. Barilla sind gute Nudeln. Ja, leckere Fleischwurst, frisch vom Metzger nochmal. Die eine ist für Nudelsalat, die ist für auf Brot drauf, das wir nicht haben jetzt. Wer hat die denn eingepackt? Ja, das ist ja ganz einfach zu erklären, wie die eingepackt hat. Leute, die kostet nur 4 Euro. 3 Euro, nein, 3 Euro kostet das Glück. 3,08 Euro. Hat sie Glück gehabt? 3,08 Euro. Aber das Kilo hätte 5,95 Euro gekostet. Habe ich recht? Kostet die 3,08 Euro? Nein, hast nicht recht. Was kostet die? 3,02 Euro. Oh. Ja, nah dran. Eier hat sie gekauft. Größe L. Hast du geguckt, ob die auch wirklich groß genug sind? Hm? Guck mal. Obwohl die gehen eigentlich von der Größe her. Natürlich von freilaufenden Lande. Nicht von Bodenhaltung, weil, na, was soll ich jetzt sagen? Erstaunlicherweise, die Kauflandmilch kostet, haltbare Milch kostet, ich glaube, 92 Cent oder 94 Cent, weiß ich nicht. Aber die geile Bärenmarke, die ist im Angebot für 88 Cent. Da muss ich zuschlagen. Bessere Milch wie die 3,5%. Hier sind wir schon 3,8. Meine Milch. Dann Tanja einen Sack Zwiebeln geholt. Und einen Sack Äpfel. Das, wir müssen Obst haben, hat sie gesagt. Ich weiß nicht warum, aber wir müssen da dran, hat sie gesagt. Ah. Das ist jetzt Tasche 4. Tasche 4. War das die geholt? Knusprige Kartoffelsticks, Paprika. Wir haben Chips im Dings drin und ich höre immer nur, wir müssen die alten Sachen mal wegwerfen. Aber das geht schwer, weil da immer neue Sachen draufgelegt werden. Dann kommen ja die alten Sachen gar nicht dran. Oh. Waffelherzchen hat sie sich geholt gehabt. Ich darf jetzt noch mal was erwähnen. Von einem Einkauf haben wir wunderschöne Sauerkirschen geholt gehabt. Und ich durfte ein Waffeleisen von uns rausholen, damit wir Waffeln machen. Bis heute ist das nicht passiert. Jetzt hat sie fertige Waffeln gekauft. Ist das nicht toll? Hm? Mein Gott. Ich hatte noch keine Zeit. Ach so, ja. Wir gehen wieder die ganze Zeit auf den Sack, wir brauchen Rotkohl. Ich weiß nicht warum, weil wir noch Rotkohl zu Hause haben. Den sehe ich von hier aus. Nicht schlimm. Ich habe dann einmal den in eine Tüte geholt gehabt, weil der reicht eigentlich für 2 Personen. Ist der vollkommen ausreichend. Der geht schnell zu machen. Ist auch Apfel mit Apfelstückchen drin. Aber
Tanjas Frage war gewesen, reicht der denn noch für uns? Ja, natürlich, der reicht für uns. Weil das, was Tanja nämlich kochen möchte am Sonntag, werde ich nicht essen. Am Freitag. Und zwar einen Sauerbraten. Das ist der Braten, den ich am wenigsten mag. Und die geht mir seit Monaten auf und sagt, sie will Sauerbraten haben. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt hat sie den Sauerbraten geholt gehabt, wo ich nicht zugeguckt habe. Vielleicht finde ich jemanden, der den essen möchte. Dazu natürlich leckere Klöße. Mit Überraschung wieder. Sie hat Käse gekauft. Und sie kauft nochmal Käse. Ist das ein anderer Käse? Das ist Frischkäse in Scheiben. Aber wir haben, ich habe gesehen, wir haben noch Frischkäse in Scheiben. Das ist Frischkäse in Scheiben. Ja. Wir haben noch ein Zuspaket Frischkäse im Kühlschrank. Ich wollte aber nicht das Paket aufmachen, weil ich wollte die Scheiben nehmen. Du wolltest nicht das Paket aufmachen, weil du die Scheiben hast. Du bist echt Knaller, du weißt du das? Mann, du überraschst mich jeden Tag aufs Neue. Ja, ich habe gesagt, zum Vatertag dann halt. Ja, so eine kleine Platte hier. Also ist, glaube ich, sogar günstiger, als wenn ich jetzt Bauchfleisch, zwei Nackenkoteletts und was ist hier noch drin? Zweimal Spare Ribs sogar. So gut sieht jetzt nicht unbedingt nach mega viel Spare Ribs daran aus. Aber für 7,92 € kann man eigentlich gar nicht meckern als Grillplatte. Für zwei Leute reicht das definitiv aus. Naja gut, wenn man mit Hunger einkaufen geht, dann vielleicht nicht, weil Tanja hat auch gesagt, ja, sie hätte gerne ein paar Grillfackeln. Diesmal habe ich nicht die Gewürzten geholt gehabt, weil die am letzten Mal von Edeka so eklig geschmeckt gehabt. War altes Fleisch. Dass ich diesmal Marinierte geholt habe. Naja, und dann schauen wir mal, wie die diesmal schmecken. Also, zunächst können wir mal erwähnen, ob Kauflandfleisch okay ist. Da braucht keiner den, aber für mich. Hier ist die zweite Sherry, Dr. Pepper. Will ich eiskalt haben. War wieder im Angebot gewesen, Müllermilch. 49 Cent das Stück. Kann man nicht meckern. Bussi. Eisbox, Wassereis. Die kann man direkt rein tun. War auch recht günstig, also unter 1 € auf jeden Fall. Das ist schon mehr. Nochmal Müllermilch. Und nochmal Müllermilch. Und zweimal Fleischsalat. Zeig mal die eine Müllermilch, die hellblaue, die ist nämlich jetzt neu im Sortiment. Achso, ja, tatsächlich ist eine Müllermilch, Saisonmüllermilch. Typ Milchschokolade. Im Endeffekt. Wie Kakao. Eigentlich Kakao. Ja. Warum? Die schmeckt anders wie die normale Schokolade. Okay. Ja, Tomatenmark kann man immer gebrauchen. Tanja macht gerne Nudelsalat, Fleischsalat rein. Dann darfst du das auch ausnahmsweise machen. War da noch was drin? In ja. Ja, ich umputze so hat nämlich nicht in der Hand. Was war das? Ach so. Ja. So was nehme ich nicht in Hand. Übrigens, Tüte 4 ist leer. Wir gehen jetzt weiter zu der nächsten Tüte. Tanja wollte Obst. Ich habe dann gesagt, okay, Tomaten gehen. Wie gesagt, Tomaten im Kühlschrank. Das schafft der Stefan. Ja. Und dann haben wir uns mal gedacht gehabt, daher ja Real aufgegeben wurde, war da noch ein kleiner Restposten bei Real. Ich wollte die Dutze nicht durchgucken. Ich habe es geschafft, mir zwei Paulaner Naturradler zu holen. Die schmecken echt lecker. Mich hast du durchgeschoben. Ja klar, weil ich war unter Tatum. Ich bin ja da durchgeschoben. Ja. Geh zur Kasse. Nein, geht's nicht. Ja. Geh zur Kasse. Ja, Gürkchen halt noch, ne, für den Nudelsalat. Aber ich lasse mich echt überraschen, ob Tanja das wirklich macht. Ich denke, ich werde eher am Grill stehen und sie wird dann halt irgendwas machen. Auf jeden Fall dumme Kommentare, das kann sie. Ja, Mayonnaise. Sicherheitshalber mal geholt. Ich weiß, dass wir Mayo zu Hause hatten, aber. Ja, und dann sind die besagten Erbsen, die wir haben wollten, aber Tanja dann bei der Milka gelandet ist. Der Rest ist nur noch trinken, trinken, trinken. Und noch einmal lecker Kakao für Donnerstag. Für den Vatertag, für Frühstück. Vielleicht bekomme ich ja Frühstück am Bett.
Ich mag das auch zum Zweifel, aber ich habe das auch schon dahin gehört gehabt. Ja, das war eigentlich so vom Einkauf her. 103 Euro war dieser kleine Bereich gewesen. Ich muss sagen, also Fleisch und ja, Wurstprodukte, ob das ja auch eigentlich auch die Nudelprodukte und so, ist teuer geworden. Und ich glaube, das wird uns auch noch ein bisschen so im Nacken hängen, auf jeden Fall. Ja, mehr habe ich nicht mehr. Übrigens habe ich noch nichts im Comicladen holen dürfen, außer ein Comic. Aber, warte, ein Comic, das kann ich nicht unboxen. Ich wünsche mir den Stormbreaker von Thor, aber Sanja sagt, 249 Euro ist dann doch zu teuer. Da brauchst du gar nicht mit dem Kopf da so rumschlagen. Aber vielleicht habe ich mir das ja in nächster Zeit mal verdient, so durch meine Auftritte für sie, für euch. Ansonsten wünsche ich euch was. Peace, habt Spaß, bis demnächst mal. Ciao, ciao.